Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Seit letztem Sommer begleitet uns nun die öffentliche Debatte um die Novellierung des Kulturgutschutzgesetzes. Diese Novellierung war keine Idee der Bundesregierung, sie ist notwendig, weil die EU-Richtlinie zum Kulturschutz umgesetzt werden muss. Leider ist die Bundesregierung diese Aufgabe alles andere als professionell angegangen. Durch diffuse Kommunikation und einen angeblich unautorisierten Referentenentwurf ist viel Verunsicherung unter Kunsthändlerinnen, Sammlerinnen und Kunst und Künstlerinnen und Künstlern entstanden. So übertrieben die Ängste mitunter auch gewesen sind, Sie, Frau Kulturstaatsministerin, waren an der aufgeheizten und feindselig öffentlichen Debatte alles andere als unschuldig. Mit Verlaub, wie Sie den Gesetzentwurf kommuniziert haben, war unprofessionell und unbedacht. Wir hätten uns bei so einem so wichtigen Gesetz auf jeden Fall mehr Weitblick und vor allen Dingen handwerkliche Professionalität gewünscht. Und dann wäre auch Ihnen einiges erspart geblieben. Und es hätte nicht dieses generelle Misstrauen unter Händlern und Sammlern gegenüber Politik sich ausbreiten können. Und denn, das muss man klar sagen, das wirre Vorgehen des BKM hat das Ansehen der Politik beschädigt. Die Menschen dachten, die wissen nicht, was sie tun. Und das ist ärgerlich. Und jetzt liegt uns also nach langem Hin und Her der versuchte Schaden, und der versuchten Schadensbegrenzung auch durch Ihr Haus ein richtiger Gesetzentwurf vor. Wir haben endlich eine seriöse Diskussionsgrundlage und es wurde höchste Zeit davor. Und es steht viel Richtiges und Vernünftiges darin. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Die vorgesehenen Regelungen sorgen für mehr Rechtssicherheit und geben der Politik Instrumente an die Hand, um Kulturgut wirksam zu schützen. Und dennoch muss man feststellen, dass, um was es im Kern geht, also national wertvolles Kulturgut, unbestimmt bleibt. Es fehlt eine befriedigende und ausreichende Definition. Und gerade in Zeiten der Globalisierung versteht ja nicht längst jeder von selbst, was national wertvolles Kulturgut eigentlich bedeuten soll. In dieser zentralen Frage bleibt der Gesetzentwurf viele Antworten schuldig. Und hier ist viel öffentliche Debatte aus meiner Sicht notwendig. Denn es darf auf keinen Fall der Eindruck entstehen, als sei die Bestimmung, was national wertvoll ist, je nach Fall Sache des Geschmacks der politisch Verantwortlichen. Der Eindruck von politischer Willkür wäre fatal. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich fände es deshalb notwendig, dass hierzu ein runder Tisch zur gemeinsamen Definition von national wertvollem Kulturgut geschaffen wird. Dort müssten dann nicht nur die Vertreterinnen von Bund und Ländern, sondern auch ausgewiesene Kunstexpertinnen und Kunstexperten sitzen. Im Rahmen des Runden Tisches sollte ein Kriterienkatalog erarbeitet werden, der dann als Handreichung den betroffenen Museen, Händlern und Sammlern zur Verfügung gestellt wird. So ließe sich Transparenz herstellen. Die Sorgen, die in den letzten Monaten entstanden sind, könnten abgebaut werden und daneben könnten die Ergebnisse dieses runden Tisches im Internet veröffentlicht werden, neues Vertrauen schaffen durch mehr Transparenz. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ein weiterer Punkt ist wichtig. Wir dürfen bei der ganzen Diskussion um Ausfuhrgenehmigungen nicht vergessen, was die EU-Richtlinie ebenso verlangt, dass die Einfuhr und Rückgabe von Kulturgut in einem Gesetz neu geregelt wird. Es ist allgemein bekannt, dass Deutschland wegen seiner laschen Gesetzgebung seit langem ein Umschlagplatz für geraubte Kulturgüter ist. Und hier lohnt sich, genauer in den vorliegenden Gesetzentwurf zu schauen. Und da muss ich leider sagen, einiges ist immer noch zu lax und wird im Raubhandel mit archäologischen Kulturgütern nicht effektiv und nachhaltig bekämpfen können. Sie werden alle den Artikel im aktuellen Spiegel Scherbenhaufen gelesen haben, und darin äußern sich einige Fachleute kritisch, weil der Gesetzentwurf keine klare Herkunftsnachweise mehr vorsieht. Viele fragen sich jetzt zu Recht, warum die Bedenken der Fachleute im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt wurden, warum hier nicht mehr Austausch zwischen Expertinnen und Experten und dem Ministerium stattgefunden hat. Und da frage ich auch, waren die Eingaben der Händlerlobby am Ende doch wichtiger? Ein weiteres Beispiel. Der Gesetzentwurf enthält Sorgfaltspflichten für den gewerblichen Handel mit Kulturgütern. Das ist grundsätzlich äußerst notwendig und begrüßenswert, um den illegalen Handel endlich zu erschweren. Diese Sorgfaltspflichten aber gleichzeitig mit weitreichenden Ausnahmen zu versehen, ist kontraproduktiv und praxisfern. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil beispielsweise eine Befreiung von der Sorgfaltspflicht für archäologisches Kulturgut unter 100 Euro dazu führen wird, dass archäologische Objekte zerstückelt werden, um eingeführt zu werden. Und das ist jetzt schon längst gängige Praxis und es würde durch diesen Gesetzentwurf weiter gefördert werden.
Dieser kleine und unscheinbare, aber extrem folgenreiche Punkt zeigt, es gibt noch viel zu tun an diesem Gesetzentwurf. Und wir werden uns als Opposition konstruktiv, aber weiter kritisch einbringen, damit es am Ende doch noch ein gutes Schutzgesetz wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Ansgar Heveling.